Ein sehr herzallerliebstes Willkommen, meine lieben Leute. Es geht weiter mit Dragon Quest 9, aber ich sag, meine Schwester will das nicht. Wenn du jetzt das Internet irgendwie lahmarschiger machst, dann kann ich da gar nichts mehr machen. Ich lade nichts hoch, ich will nur was aufnehmen. Ja, die Leute sollten wissen, was du opferst, ja? Unser Internet ist so lahmarschig, das könnt ihr gar nicht glauben. Ihr versucht eine Seite zu laden, es braucht 10 Minuten, um die Seite zu laden und dann stürzt das Internet ab. Also seid dankbar, dass unser Internet noch mehr lahmarschiger macht. Oh, ich weiß, du musst die Neue sein. Dann raus ist am Ende des Ganges. Nicht der angerannt, abgegrenzt, also der nebenan, sondern der dahinter. Part. Ja, ich wollte dieses Let's Play, oder eher diesen Part mit richtig viel Liebe beginnen. Und was ist, meine Schwester schreit euch an. Gar nicht. Ich hab dir nicht mehr zugehört, als du... Ziehst es weg. So, sondern der dahinter. Wo wir neben dem Kerl? Oh. Ja, warte mal. Ach so. Ja, hi, das ist wahrscheinlich unsers. Das ist... Oh, wir sind richtig. Was ist denn hier los? Wie kann das angehen, dass so Leute aus unserer Bande wegkommen? Sag mal, meinst du, stimmt, was die Leute sagen? Dass das ein Geist ist? Das ist doch Quatsch. Mann, machst du dir in die Hosen oder was? Aber wie es aussieht, bist du wohl als Nächster an der Reihe, Fred. Fred, was willst du machen deswegen? Ha, mir doch egal. Sollen die nur kommen. Denen werde ich schon zeigen, wo der Hammer hängt. Du bist ein harter Kerl, Fred. Wusste doch, wir können alle auf dich zählen. Oh, 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 wer ist denn das? Ich bin die Neue. Hi, was geht? Hä, wer bist du denn? Willst du Ärger oder was? Los, verschwinde. Hau schon ab. Was? Das ist dein Raum? Oh, dann musst du die Neue sein. Entschuldige, Zuckerchen. Zuckerchen? What? Wir sind schon weg. Los, Leute, hauen wir ab. Raus aus meinem Raum. Das ist meins. Mein Eigentum. Mein Territorium. Hast du diesen verflippten Geist gesehen? Stimmt doch etwas nicht. Oh, Moment. Vielleicht wird der Geist sich gleich mit einem der Schüler verdünnisieren. Aber das können wir nicht zulassen. Wir müssen hinterher. Sofort. Fred! Fred, ich möchte zu dir. Bitte, Fred. Bist du runter oder hoch? Ich weiß es nicht. Fred, bitte, don't leave me alone. Mit diesen komischen Menschen. Hi, ich muss mal kurz leiser machen. Ist das lecker. Ich kann nicht aufhören zu essen. Könnte ich sein, irgendwie. Ich bin auch nur am Fressen, Futtern. Ja, genau. Wahrscheinlich sind die doch noch umgegangen, oder? Wo sind die hin? Epischer Moment. Oh, Schule, oder wie? Okay, natürlich. Ich bin auch gleich da. Moment. Wartet auf mich. Wartet, ich brauch doch... Hallo? Ich möchte vielleicht auch in den Unterricht gehen, Fräulein, wie heißen Sie? Hallo? Fräulein, der Schulleiter sagte mir, dass ihr hier Ermittlungen anstellt. Könnte ich euch also etwas fragen? Einige Schüler scheinen den Unterricht schwänzen zu wollen. Könntet ihr sie vielleicht auf dem Schulgelände suchen? Auf dem Schulgelände suchen. Auf dem Schulgelände. Es ist ein großes Schulgelände. Okay. Ich habe sie gefunden. Ich bin so gut. Fred, ich möchte mit dir reden. Sag mal, was hast du denn eigentlich vor? Warum läufst du uns hinterher? Na, drei heiße Typen, da muss man doch hinterher, was? Warte mal, verstehe, willst du vielleicht in unsere Bande oder so? Ja, alles klar, kannst mitmachen. Was? Aber wie heißt du eigentlich nochmal? Ach ja, Ness, richtig. Hallo also. Wenn das so einfach geht, wow. Warum habe ich früher nicht einfach klicken gehabt, wenn ich einfach hingehen muss und sagen muss, soll, hier, hi, ich will rein. Was? Was ist los? Hinter mir soll ein Geist gewesen sein? Ich glaub dir kein Wort. Nur Krabbelkinder glauben an Geister und ich bin kein Krabbelkind. Weißt Bescheid? Weißt Bescheid? Was? Glaubst du, ich hab Schiss oder was? Ich kann es dir auch beweisen. Wir werden ja sehen, ob es sowas wie Geister gibt oder nicht. Angeblich soll ein Geist erscheinen, wenn man die Stirn der Statue vom Dach berührt. Das probiere ich heute Abend aus. Oh, Fred. Oh, Fred. Das war's. Ich meine, da hat es gerade angefangen mit uns und schon ist es vorbei. Fred. Oh, ich dachte gerade, die mit den türkisen Haaren, der ein bisschen dickere, die haben sich angerannt. Ich will doch nicht immer auf...
Nachts auf dem Dach rumzuklettern ist eine harte Nummer. Kannst du ja auch mal probieren, wenn es dich, wenn du dich traust. Ach ja, ich hab... Du musst die Treppe im Hauptgebäude und dann noch eine Treppe hoch. Aber lauf nicht aus Versehen in die Schlafräume rein. Ach nein, ach, das werde ich da nicht tun. Ach Leute, alles easy peasy, freaky fresh und so. Nee, doch, freaky fresh, yo. Ich habe heute schon wieder ein paar Komplexe. Das entschuldigt mich. Das, tut mir leid. Oh Gott. So, ich wollte die Treppe hoch, genau. Oh, hübsches Mädchen, hallo. Ich habe einen Geist gesehen. Einen echten Geist. Er hat mich vom Dach aus angestarrt. Und noch was. Wenn man die Stirn der Statue da oben berührt, kommt da auch ein Geist raus und jagt einem hinterher. Das muss dieser Geist sein. Ich habe solche Angst, ich will, dass mich jemand beschützt. Warum läuft er denn hier stehen? Schein nach unserer Party. Dann freuen sich ein paar Kerle ein bisschen drauf, dass da mehrere weibliche Wesen sind. Hallo, Unterricht, störe ich oder so? Ach, ja, dann hast du halt alleine Unterricht, das ist mir egal. Bist du dein eigener Lehrer und deine eigene Klasse? Das ist mir auch egal. Hi. Alles klar bei dir? Kommst du mit dem Unterricht klar? Bin nicht? Auch egal. Kriegt schon keinen Ärger oder so. Wenn du jetzt ein Lehrer warst, dann finde ich das echt lustig. Oh, hier. Hier, Sachen. Sachen. So, keine interessanten Sachen. Allmächtige Accessoires. Warnung. An die hier beschriebenen Rezepte sollte sich kein Alchemie-Anfänger wagen. Ja, genau. Ich habe auch voll die Ahnung, wie man das macht. Bilder, die nicht vornehmlich dem Betrachten oder dem Kontemplieren, muss sie in sich aufsaugen. Man muss einfach diese Bilder in sich aufsaugen. Ach so. Ich verstehe schon, ich verstehe. Hi. Kennst du diese bescheuerte Redeweise, Stift und Schwert? Was soll unser Schulmotto sein oder so? Die Lehrerin immer nur von Stift und Schwert hier und Stift und Schwert da und so. Aber wir sind doch keine Sklaven oder so. Warum sollen wir immer auf die hören, blöde Lehrer? Ja, Lehrer sind schon echt voll krass blöd. Das kann ich voll nachvollziehen. Die gehen gar nicht. Nee, die haben hier alle irgendwie voll allein Unterricht. Voll die Streber. Oh mein Gott. So, Leute, wart ihr früher auch Streber oder seid ihr Streber, hä? Wenn ja, dann ist es gar nicht so schlecht eigentlich. Strengt euch an für die Schule. Ein großes Zahnrad dreht sich unaufhaltsam. Das würde ich euch auch schon immer mal sagen. Ne? Das ist ganz wichtig gewesen. Ja, ich hoffe, ihr habt viel gelernt. So. Es ist übrigens 12. Nest untersucht die Statue. Das ist eine Inschrift. Noctur, Hüterin von Schweinspickel. Achso, wahrscheinlich, ja, wir sind abends vielleicht hin. Ja, das würde sogar, glaube ich, Sinn ergeben. Gut, dann gehen wir erstmal schlafen oder so. Wo kann man denn hier schlafen? In unserem Zimmer wahrscheinlich, ja, in unserem Zimmer. Denke ich mal. Gut, 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 dann gehen wir gleich hier schlafen. Können wir hier irgendwo rein? Ja, und Rezepte. Monatsmagazin mit dem Namen Der absolute Hammer. Voller wertvoller Hammertipps für alle, die echte Hammerexperten werden wollen. Wenn der schlimmste Fall eintritt und einem der Hammer stehl bricht, gibt es nur eine Lösung. Man nehme einen Klacks-Wackelpudding von einem Matschmagier und das gute Stück ist wieder wie neu. Yay. Wow, ich lerne hier so viele interessante Sachen. So viele. Wissen ist Macht. Die Rezepte in diesem Buch sind nicht für Anfänger geeignet. Runenstab. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ich glaube, ich werde das Spiel trotzdem irgendwie durchspielen, ohne Sachen selber alchemiert zu haben. Ja, das habe ich doch jetzt alles gemerkt hier, ja. Ja, ist doch gut jetzt. Ich wollte das angucken. Das andere! Mann! Ja, es ist doch hier langweilig, Mann. Ja, ist doch schön. Wir lernen ganz viele... Gründer der Schule war Sternibus Schweinspickel. Sein Traum war eine Elite-Lehranstalt in dieser eisigen Gegend. Wir in der Schweinspickel-Schule wollen Absolventen mit gesunden Geist und Körperform für eine bessere Zukunft. Das ist mir egal. Alchemie. Elfenelixier, Göttertrank, ja. Ja. Mein Gott, es ist doch jetzt gut. Alter. Meinen ganzen Pack kann ich damit natürlich auch verschwenden. Ganz ehrlich. Alter, war das krass. Und das war gerade mal nur ein Raum, ne? Habt ihr mitbekommen, oder?
Oh Gott, hi, geh weg. Was ist denn hier eigentlich? Unterricht? Eine Kirche ist im Speichern. Oh mein Gott, ich muss ganz dringend speichern. Ja, bitte. Obwohl ich diesen anderen, der mit Yo und so, den vermisse ich voll. Ich weiß nicht, der war mir irgendwie voll sympathisch. Ja, solche Leute sind schon nett, wenn die einfach so offen reden können. Ja, ich hoffe, euch nicht bald wieder zu sehen, Ipedos. Übrigens heute bei der Arbeit, ne? Warte. Bist du neu hier? Ich heiße Alchemilla. Wenn du nämlich neu bist, bin ich besser als du. Und du musst auf mich hören und machen, was ich dir sage. Verstanden? Okay. Schön. Und jetzt werde ich prüfen, ob du gut genug für die Schweinspickelschule bist. Als erstes musst du mir von außerhalb der Schule 2 Klumpen königliche Erde bringen. Scheiße, stimmt. Ich kann ja nichts anderes machen. Joa, passiert. Ja, Bücherregale. Oh mein Gott, ich habe keinen Bock. Oh, ich habe keinen Bock, das zu lesen. Ja, das ist egal. Ja. 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 Nein. Einfach nein. Oh, guck mal, der Schulleiter, wie schön. Ja, tschüss, ich möchte hier bitte raus. Was gibt's hier noch so? Also, diese Schule ist echt wunderbar. Ich finde die echt super. Wow, und was finden wir hier? Wow, 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 wow. Schatztruhe! Wow, wow! Mach sie von der Seite auf, Ness! Ein Gold... Wir haben langsam mal Gold... Goldene. Wir haben langsam mal genug goldene Gebetskränze, bitte. Das reicht mir hier. Das reicht. Und ich möchte bitte raus und schlafen gehen. Bis es abends ist, dunkel. Ja. So. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Ich möchte einfach nur schlafen gehen, okay? Lasst mich bitte schlafen. Das war nicht meins. Da ist meins. Ein himmlisch weiches Bett. Ausruhen. Bis zum Abend ausruhen, natürlich. Es ist dunkel. Wer ist das? Die waren beide auf einmal einfach verschwunden. Ich wette, das war dieser Geist. Ich schwör's sogar. Schläfst du? Er schläft. Mein kleiner Freund, mein Fastnachbar. Oh, er ist so wunderbar. Hi. Wo bin ich hier gelandet? Warum? Ach so, doch, hier kommt man raus, ne? Der sitzt da immer, ne? Da sitzt er immer, wollte ich sagen. Und isst seine königliche Suppe. Achso, ich spüre gerade wieder ein bisschen vor. Ich hoffe, das stört euch nicht. Während wir einfach nur irgendwo langlaufen. Das ist ja eigentlich nicht ganz interessant. Außerdem ist keine Musik da und ich finde es irgendwie blöd, wenn keine Musik da ist. Hi, du bist irgendwie auch immer da. Ja, was passiert? Die Stirn der Statue berührt. Ja. Trinken. Das berührt die Stirn der Hüterstatue. Oh, wolltest wohl unbedingt vor mir da sein. Was denn das? Oh, hier stellen sich alle hinter mir an. Kapiert? Aber diesmal will ich nicht so sein und ein Auge zudrücken. Man macht das nicht nochmal verstanden, sonst setzt es was. Und jetzt weiter. So aufpassen, Leute. Hey, Geist, wenn du da bist, dann lach doch mal deine hässliche Visage. Lass doch mal deine hässliche Visage. Komm raus, damit ich dir die Mütze auf 7:30 drehen kann. Was ist los? Hast du Schiss oder was? Komisch. Kein Geist. Punkt. Klar, kein Geist, Mann. War nur eine blöde Geschichte. Hast du wirklich dran geglaubt? Tja, genau wie ich es gesagt habe. Es gibt eben keine Geister. Was? Sir Nicholas. Oh, ungezogene Kinder. Wie könnt ihr es wagen, hier mitten in der Nacht so einen Aufstand zu veranstalten? Ah, was war das denn? Was war das für eine Stimme? Oh, pst. Was glaubst du denn, Mann? Das war ein verdammter Geist. Jetzt haltet mal die Luft an, ihr beiden. Hab euch doch gesagt, dass es keine Geister gibt, oder? Du nichtsnutziges kleines Monster. Du bist eine Schande für Schweinspickel. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Ich glaube, es ist irgendwie der Schulleiter von früher. Ich werde dich mitnehmen und dir Folgsamkeit und Ordnungsliebe beibringen. Was? Hey, lass mich in Ruhe. Raus aus meinem Kopf. Ich bin ein nichtsnutziges kleines Monster.
Ich bin eine Schande für Schweinspickel. Ich brauche eine Lektion. Oh, ich dachte gerade, die machen das so, dass er stirbt, ne? Alter, das wäre echt krass gewesen. Ey, was ist denn da los? Ah, ein Geister will mich mitnehmen. Nee, nur Fred. Fred. Was ist denn mit Fred? Was ist denn mit Fred los? Was ist nur mit Fred los? Oh mein Gott. Bitte sagt mir, dass ihr es kennt mit Carsten. Was ist nur mit Carsten los? Ach, so gut. Das ist so gut. Ja, okay, ich meine, es ist ganz ernst hier. Fred wurde anscheinend gerade von einem Geist gekidnappt. Geghostnappt. Sorry. das ist überhaupt nicht lustig. Wir sollten aufhören zu lachen. Wir sollten sowas von aufhören. Was? Habt ihr das auch gesehen? Da ist doch jemand vom Dach gesprungen und dann ist er einfach weggegangen. Was war das denn? Wo ist er hin? Er ist in Richtung des Grabs von diesem Sternywutz gegangen. Sternywutz? Sternywutz? Da waren wir noch gar nicht. Okay. YOLO. Ja, wir wissen, dass da ein Geist ist. Der geht nicht mal rumherum, der geht über diese... Okay. Okay, ich muss mir ganz kurz neue Waffen holen, wenn das geht. Geht das? Schlafen die oder sind sie wach? Die sind wach. Oh, das ist so furchtbar, dass diese Kinderchen vermisst werden. Ihr müsst dringend etwas dagegen unternehmen. Komm in den Schulbedarfsladen, was darf es denn sein, Liebchen? Seid ihr zum Einkaufen hier? Nein. Magma-Stab. Denkdiadem. Magische Macht wäre eigentlich... das ist so... Alter, wie teuer das ist, ne? Röntgenbrille. Oh mein Gott. Erhöht die magische Heilung leicht, ja, aber... Moment. Moment. Schweinspickelrock. Schwarzes... Ich wollte gerade schon sagen, die laufen damit nur rum. Ich wollte eigentlich Waffen haben, aber okay, schon gut. Wir machen das alles irgendwann anders. Oh, beehrt uns bald wieder, ja? Oh, sie verschwindet, dann geht das natürlich nicht. Tschüss, ich gehe jetzt ins... Die Musik, die stört mich, genau, weil die nicht da ist. Und warum steht ich so rum? Okay, die Musik ist wieder da, das ist... Oh nein, hier sind Bücherregale. Hier sind ganz viele Bücherregale. Ich will nicht. Oh, okay, es geht nicht. Oh, Glück gehabt. Boah, habe ich ein Glück hier gerade, ne? Ich dachte schon. Hi, was ist denn hier los? Was ist denn mit dir los? Was bist du überhaupt? Ist er Tikis. Was seid ihr? Okay, ihr werdet... Was? Ach so, dann können die gar nicht verletzt werden, oder was? Das ist natürlich interessant. Das ist natürlich sehr interessant. So, wie spulen wir wieder vor. Scheiße, meine Stimme. Meine Stimme. Hallo. Ich bin gerade total überfordert. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ihr... Ach so, nee, du sollst natürlich einen Zauber machen und du machst da was. Überfordert, weil diese komischen Dinger, die wollen nicht sterben und... Ist wie gelähmt von Whiskets Anblick. Ich weiß, Whisket ist so wundertollig schön. Also wirklich, was Besseres gibt es nicht. Außer Whisket halt, ne? Ja, Whisket, du bist einfach zauberhaft. Hast du gemerkt, ne? Gemerkt. Alter, ich kann mal wieder nicht reden. Das ist so wunderbar. Es ist so wunderbar tollig und... Wow, hier kann man lang. Das ist cool. Kann irgendwie rüberhopsen? Nee, okay. Aber es ist interessant. Das ist sehr interessant, dass man hier überall lang kann. Ja, das ist eine sehr interessante Ansichtsweise der ganzen Sachen. Eine mystische Mixtur. Geh bitte weg. Mann, ich wollte nicht gegen das Teil kämpfen. Oh, guck mal. Fliehen. Okay, ich bin irgendwie echt... Wow, es ist das erste Mal, dass es geklappt hat mit dem Fliehen oder so. Ich glaube schon, ne? Ja, ich würde dir gerne einmal gegen dich kämpfen, genau. Ich wollte gegen dich kämpfen, eine düster Dresche, genau. Aber irgendwie sieht die voll süß aus, die will ich mitnehmen. Die ist voll niedlich. Kill sie. Hallo, kill sie. Oh, das war natürlich nicht nett, ne? Das war nicht nett von dir, mein kleiner düster Drescher. Sowas machst du bitte nicht noch einmal. Das ist nämlich nicht in Ordnung. So. Ich glaube, ich nehme mal wieder 40 Minuten auf. 40, nicht 40.
Wie spricht ihr das mal aus? 40 oder 40? Ich weiß nicht. Es ist mir... Monster, du bist im Weg! Eine skrupellose Skulptur. Sie muss sterben. Sie muss... Er muss geheilt werden. Sie müssen alle sterben. Stirbt alle! Los! Aber irgendwie, ich kann auch nicht so wirklich viel reden, weil ich bin irgendwie nicht mehr so in der Laune wie von eben. Dann rede ich halt ein bisschen langsam. Boah, statt völlig verzaubert auf Lilien mal wieder. Lilien einfach, ne? Ja, komm. Ach, greifen wir einfach alle an. Deswegen wollte ich sie eigentlich auch töten, aber anscheinend ist das egal. Ja, dann stirbt halt nicht alles. Alles easy. Alles easy. Stirbt. Peng. Stirbt. Was? Ist er davor? Warte, was ist passiert? Ist er davor gesprungen? Ist das gerade dein Ernst? Ist der ja... Der ist ja voll cool. Der war echt cool. Stirbt. Das fand ich echt cool von dem, dass er mal so davor gesprungen ist. Ich finde, das fasziniert mich gerade richtig, dass er sich geopfert hat für seinen einzigen Freund. Und wow, das ist so wunderbar. Da kommt man eh nicht rüber, ne? Und da kommt man auch nicht rüber. Warum gehe ich denn hier lang? Also für die Schatztruhe gehe ich da jetzt hinten nicht lang. Das ist mir zu blöd. Das riskiere ich nicht. Oh ja, komm, Gegner, bitte überall. Ist das geil. Oh, Todespriester. Oh Gott, nein. Vielleicht solltest du mal dich heilen. Ja, komm, greif einfach mal so an. Ich meine, den Peng und du greifst auch mal an. Schwupp. Was ist Schwupp? Was? Was? Warum ist er tot? Bitte killt die alle mal ganz schnell. Ich möchte nämlich nicht, dass... Alter, diese Arschis. Alter, diese Arschis, die muss ich... Alter, nein. Warum immer Whisket oder Legion? Immer Whisket oder Legion? Ich darf das hier jetzt nicht. Eigentlich immer Whisket, ne? Ja, jetzt läuft ich ja so ein bisschen als totes Wesen herum. Alle heilen. Ja, das ist, Kannst du auch jetzt irgendwie eine Chance? Nichts passiert, ja. Nein, ich wollte doch... Mann, ihr blöden Viecher, stirbt doch alle. Aber diese Todesdinger, die möchte ich... Ja, komm, ihr geht mir gerade zu dolle ab. Ich möchte eigentlich nur, dass ich stirbt. Ja, komm, Grutz, ja, komm, stirbt. Komm, stirbt doch alle. Meine Güte, ich bin gerade traurig, dass Würstchen tot ist. Also macht mir nicht noch mehr Kummer und Schmerz, ja? Ich möchte nicht noch mehr davon erleiden müssen. Denn das ist nicht schön. So, ich wollte jetzt eigentlich nur Zauberfähigkeiten legen. Neue Chance auf Whisket. Auf Whisket! Oh, dieses Wesen. Ich möchte nicht, dass ich... Mittelheilung auf Whisket. Was ist hier nur los? Warum können die... Warum müssen wir jetzt schon wieder kämpfen? Oh Gott. Nein, ich werde nicht laut. Alles supi, alles supi. Alles supi. Komm, wir greifen jetzt einfach voll. Ja, komm, hol dir deine MP zurück. Ja, komm, mach sie. Ja, komm, bitte kill es noch Lilien. Komm, kill Lilien. Ja! Oh, Lilien, warum stirbst du nicht? Ich dachte, du stirbst jetzt. Meine Güte, warum lässt du dich nicht einfach umbringen? Das macht mich gerade echt traurig, dass du dich nicht einfach töten lässt. Meine Güte, Lilien, was soll nur aus dir werden? Was soll nur aus dir werden, wenn du... Ach, Gottchen. Mein Gott. Das hat mich gerade echt voll doll enttäuscht, wollte ich mal so erwähnen. Baso, bitte kill dieses Wesen. Ich glaube, ich nehme doch nicht lange auf. Nö, ich mache hier gleich aus. Ich meine, wenn ich jetzt hier aus, dann level ich ein bisschen, weil das kann doch nicht angehen, dass wir so schwach sind. Also auf jeden Fall, im nächsten Part werden wir den Geist begegnen, dem Geist begegnen und dann das Ganze vielleicht ein Ende setzen. Nein, nein, geh weg. So, bis zum nächsten Part, ihr lieben Leute und ciao.